den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion der FDP hat eine Aktuelle Stunde verlangt zum Thema Haltung der Bundesregierung zum Sozialstaatskonzept der SPD vor dem Hintergrund eines drohenden Haushaltsdefizits. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat zunächst für die FDP der Kollege Pascal Kober. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den letzten beiden Wochen kamen aus den Reihen der SPD von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil einerseits und vom SPD-Parteivorstand andererseits sozialpolitische Vorschläge, die aber leider den Menschen nur falsche Hoffnungen machen und in keinster Weise geeignet sind, nachhaltig zu helfen. Ihre Vorschläge sind leider nur sozialpolitisch lackierte Fassade, aber helfen tun sie zu wenig. Aber die Menschen sind glücklicherweise intelligent genug, das zu hinterfragen. Und die werden merken, dass das, was sie da ins Schaufenster stellen, nicht wirklich Hilfe bedeutet. Da ist zunächst einmal die Grundrente von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Nach 35 Beitragsjahren wollen sie einen Zuschuss gewähren auf die Rente. Wer 34,5 Jahre gearbeitet hat, geht leer aus. Was soll daran gerecht sein, dass Sie die Leistung von demjenigen, der 34,5 Jahre gearbeitet hat, nicht anerkennen wollen? Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, das ist zutiefst ungerecht. Und genauso ungerecht ist es, wenn Sie demjenigen, der 35 Jahre Beiträge zahlt auf der Basis eines Vollzeitjobs, genauso behandeln wie derjenige, der 34 Beitragsjahre hat aufgrund eines Halbtagsjobs. Beides ist nicht gerecht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das werden die Menschen verstehen. Wir lehnen das ab. Zugleich wäre es viel, viel sinnvoller, dem Vorschlag der FDP zu folgen. Wenn man Rentenansprüche und Ansprüche aus privater Vorsorge in Zukunft nicht mehr vollständig auf die Grundsicherung anrechnen würde, dann würde man erstens Leistungen auch wirklich gerecht honorieren und zweitens würde man einer breiten Zahl von Menschen helfen. Das wäre eine echte Hilfe, eine echte sozialpolitische Leistung. Und darum muss es doch gehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, um echte Hilfe, die auch wirklich hilft, und zwar den Menschen und nicht Ihnen in der Sorge um Ihre Umfragewerte. Da nämlich, wo es wirklich sozialpolitisch anstrengend wird, da, wo man wirklich Fantasie braucht, da machen Sie einen großen Bogen herum. Beispielsweise Bürokratie in den Jobcentern. Sie wissen doch, dass die Jobcenter mittlerweile ertrinken in Bürokratie. 1 Milliarde Euro werden mittlerweile abgezweigt von den Fördermaßnahmen für Langzeitarbeitslose, um die Bürokratie finanzieren zu können. Aber Bürokratie schafft keine Chancen, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD. Bürokratie geht ins Leere, wenn es um die Menschen geht. Und wir haben hier in den Bundestag einen ganz konkreten Vorschlag eingebracht, wie man zumindest mal die Berechnung der Kosten und Unterkunft, der Kosten der Unterkunft und Heizung deutlich vereinfachen kann, rechtssicherer gestalten kann. Damit würden wir die Bürokratiekosten senken können und gleichzeitig mehr Geld zur Verfügung haben für echte Chancen, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen. Ich bin gespannt, ob Sie diesem Vorschlag zustimmen werden. Geradezu skandalös, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, ist es aber, dass Sie aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund die Kinder von Hartz-IV-Empfängern im Stich lassen. Wir haben auch gestern schon darüber gesprochen. Nehmen Sie das Bildungs- und Teilhabepaket. Wir haben gefordert, dass den Kindern zum 1. Februar 50 Euro für Schulmaterialien ausgezahlt werden, statt der bisherigen 30. 50 Euro statt 30. Da knausern Sie. Für Ihr ungerechtes Rentenkonzept aber, da sind Sie bereit, einen mittleren Milliardenbetrag auszugeben. Aber wenn es um die Bildungschancen der Kinder geht, da stehen Sie auf der Bremse, da knausern Sie um jeden Cent. Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Zuschuss für den Sportverein, beim Zuschuss für das Erlernen eines Instruments, da geben Sie keinen einzigen Cent, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn es um die Kinder geht von Hartz-IV-Empfängern, haben Sie plötzlich gar keine Mühe mehr, haben Sie keine Bereitschaft, einen einzigen Cent zu geben, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD. Das ist falsch. Und ich bin gespannt, ob die Kolleginnen und Kollegen der CDU da im parlamentarischen Verfahren noch zu einer Verbesserung bereit sein werden und diese durchsetzen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und bei denjenigen, die Hartz IV beziehen und die es geschafft haben, über einen eigenen Job sich langsam aus der Langzeitarbeitslosigkeit hinauszuarbeiten, die den ersten Schritt schon geschafft haben, da wäre es angebracht, die Zuverdienstgrenzen anzupassen. Aber auch da gönnen Sie den Menschen keinen einzigen zusätzlichen Cent. Da bleiben Sie hartleibig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist ungerecht.
Und geradezu skandalös ist es, wenn es seriöse Studien gibt, die sagen, dass, wenn man die Zuverdienstgrenzen anpassen würde, dass 300.000 Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit in Arbeit kommen würden. Warum, liebe Kolleginnen und Kollegen, zeigen Sie sich da so hartleibig? Wir sind gespannt, ob Sie bereit sind, von uns zu lernen. Sozialpolitik kann man besser machen. Sozialpolitik hat in diesem Parlament einen Namen: Freie Demokraten. Für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort der Kollege Prof. Dr. Matthias Zimmer. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hatte, als die Aktuelle Stunde durch die FDP aufgesetzt wurde, schon den Verdacht, dass die FDP das nutzen würde, über ihre eigenen sozialpolitischen Konzepte zu sprechen, weil sonst spricht ja keiner drüber. Aber das ist dann... Aber dass es so offensichtlich der Fall sein würde, damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich würde gern mal über das Konzept der SPD reden, weil im ersten Schritt doch mal festzustellen ist, es steht einer Volkspartei gut an, über Grundfragen unserer Gesellschaft nachzudenken. Und es gibt eine ganze Reihe von interessanten Vorschlägen da drin, auch noch von interessanten Problembeschreibungen, die wir durchaus auch teilen. Dazu gehört beispielsweise die Frage, die uns auch umtreibt. Wie verändert sich eigentlich der Arbeitnehmerbegriff? Wie verändert sich eigentlich der Betriebsbegriff? Das ist eine ganze Reihe von guten Ansätzen darin, über die wir ganz ähnlich auch nachdenken, aber bei denen wir vielleicht zu einer ganzen Reihe von anderen Antworten kommen. Ich finde auch begrüßenswert, dass darüber nachgedacht wird, wenn Arbeit 4.0 jetzt kommt, mehr Flexibilität. Wie müssen wir die Menschen da auf den Arbeitsmarkt vorbereiten? Wie müssen wir qualifizieren? Was sind die geeigneten Instrumente und was sind die geeigneten Mittel und Methoden, um damit umzugehen? Von daher finde ich das einen guten Vorschlag. Wir haben, ja, ihr könnt ruhig mal eure eigenen Papiere beglatschen, das finde ich schon prima. Ich habe an der einen oder anderen Stelle aber auch Probleme, wo ich denke, da fehlt was. Also es gibt drei Begriffe, die kommen in dem Papier der SPD nicht vor. Das erste ist der Begriff der Gegenfinanzierung. Gut, darüber kann man reden, ob das später noch mal im parlamentarischen Verfahren erledigt wird. Aber ich habe schon den Eindruck, dass der Kollege Scholz das mit seiner Interviewäußerung relativ schnell erledigt hat und hat gesagt, mir gäbet nichts, mir habet nichts. Das zweite... Das kann sein. Das zweite ist die Frage der Selbstverantwortung. Also da taucht in dem Papier schon der verräterische Satz auf, der Staat habe eine Bringschuld, was soziale Leistungen angeht. Das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Also vor meinem inneren Auge taucht da der sozialdemokratische Kassierer auf, der von Haus zu Haus läuft und sagt, darf es heute noch mal eine Sozialleistung sein? Das ist doch nicht unser Sozialstaatsverständnis, sondern unser Sozialstaatsverständnis ist subsidiär. Und ein weiterer Punkt, bei dem ich da so ein bisschen die Probleme habe: Sie wollen den Staat aus der Perspektive derjenigen gestalten, den Sozialstaat, der soziale Leistungen bezieht. Kann man machen. Ich würde gerne mal darüber reden, den Sozialstaat auch aus der Perspektive derjenigen zu gestalten, die die Leistungen finanzieren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn das dann die neue Aufgabenteilung in der Fraktion und in der gemeinsamen Koalition sein soll, dass ihr euch um die Leute kümmert, die soziale Leistungen beziehen, und wir uns um die Leute kümmern, die soziale Leistungen finanzieren, ja, dann erklärt sich auch das eine oder andere Wahlergebnis damit. Und da sind natürlich eine ganze Reihe von Dingen auch in dem Papier drin, die offensichtlich unsinnig sind, den Mindestlohn direkt auf 12 Euro zu erheben und viele andere Dinge auch. Ich glaube, da wird man gar nicht drüber reden müssen. Das ist eine Sache, die eher in den Bereich der sozialdemokratischen Folklore gehört, als in den Bereich des wirtschaftspolitisch Machbaren. Eine letzte Bemerkung habe ich aber dann schon noch. Mich hat gefreut zu lesen, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD,
dass Sie sich jetzt entschieden haben, die historische Kommission beizubehalten. Und ich finde das wichtig, dass man auch ab und zu mal in die Geschichte hineinschaut, dass man sich dessen vergewissert, woher man kommt und was früher mal war. Und wenn die historische Kommission Ihnen dabei hilft, einmal zu erklären, wie es vor den Hartz-Gesetzgebungen war, dass es keine Hilfe aus einer Hand gegeben hat, dass es keinen Zugang zu arbeitsmarktpolitischen Leistungen gegeben hat und viele andere Sachen. Vielleicht hilft das dann auch, dass Sie mal erkennen, dass Hartz IV eigentlich eine tolle Sache gewesen ist und dass aus unserer Sicht zumindest kein Eindruck besteht, dieses System vollständig zu verabschieden. Herzlichen Dank. Für die AfD-Fraktion hat das Wort der Kollege Uwe Witt. Werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste des Hohen Hauses, wenn Sie gestatten, Herr Präsident, lassen Sie mich eingangs zwei Sätze kurz in persönlicher Sache äußern. Mein Dank an die 203 mutigen und aufrechten Demokraten unter Ihnen, die mir bei der Wahl in das Kuratorium zur Holocaust-Denkmal ihre Stimme gegeben haben. Auch den 43 Abgeordneten, die sich enthalten haben, mein Dank. Kommen wir zum Thema der Traumatherapie der SPD. Oder um den CDU-Kollegen Grosse Brümmer zu zitieren, zum Resozialisierungsprojekt der SPD, dem Sozialstaatskonzept für eine neue Zeit. Mir scheint, die SPD hat ein neues Vorbild. Die Partei Die Linke. Liebe Genossen, abschreiben will gelernt sein. Des Weiteren stellt sich nicht nur mir, sondern wohl den vielen Wählern die Frage, warum soll er das Plagiat die SPD wählen, wenn er das Original Die Linke kriegen kann? Denn die meisten neuen Ideen der SPD sind alte Ideen der Linken. Auf das Statement der CDU zur Verwandlung oder Renovierung der SPD in Die Linke bin ich schon sehr gespannt. Sozialstaat 2025 ist der hehre Titel, den die SPD ihrem Füllhorn von bunt zusammengewürfelten, bereits einmal gescheiterten Maßnahmen oder von den Linken adaptierten Konzepten gegeben hat. Offenbar hat die SPD noch nicht mal bei der Namensgebung etwas gelernt. Ob Agenda 2010 oder Sozialstaat 2025, bei beiden gilt der Spruch Wilhelm Busch, wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Denn über die Finanzierung der Wahlwerbemaßnahmen für die SPD hat sie sich keine Gedanken gemacht. Getreu dem sozialistischen Motto, Geld ausgeben können wir, bezahlen müssen andere. Der deutlich spürbare Motor und Pulsschlag des SPD-Konzeptes Sozialstaat 2025 ist die Angst davor, in den neuen Bundesländern ein dauerhaft einstelliges Wahlergebnis einzufahren. Ja, ich räume ein, es sind einige gute Ansätze darin, die wir diskutieren sollten. Es geht im Grunde um drei Bereiche. Einen haben Sie als Chancen und Schutz in der Arbeitswelt überschrieben. Zunächst fordern Sie, den Mindestlohn von 9,19 Euro auf 12 Euro zu erhöhen. 2015, wenn Sie sich erinnern, werte Genossen, haben Sie versprochen, dass diese Untergrenze niemals von Ihnen für den Wahlkampf instrumentalisiert wird. Aber getreu dem Motto, was interessiert mich mein Gerede von gestern, können Sie sich wahrscheinlich daran nicht mehr erinnern. Oder besteht die Mindestlohnkommission jetzt nur noch aus der SPD? Dann fordern Sie mehr Chancen in der Arbeitswelt. Prima. Hier haben Sie anschließend bei uns, der AfD, abgeschrieben. Wir plädieren schon lange dafür, Arbeitslosen eine bessere, echte Chance zu geben auf Qualifizierung und wenn nötig auch eine zweite Berufsausbildung. Auch über die teilweise Verlängerung der Zahlung des Arbeitslosengeldes kann man natürlich mit uns reden, aber bitte nur unter Berücksichtigung der Lebensarbeitsleistung. Die Ideen für Selbstständige sind ein Anfang, über den wir allerdings im Ausschuss auch reden müssen. Ein weiterer Bereich in Ihrem Konzept ist, Kinder abzusichern und ihnen Teilhabe an Bildung zu ermöglichen. Die Zusammenfassung und Vereinfachung von Einzelleistungen, die Sie da gemacht haben, ist nicht eine sozialdemokratische Grundsicherung. Nein, liebe Kollegen, das ist eine absolute Notwendigkeit und ist schon lange, lange überfällig. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kessler.
Alles klar. Meine Damen und Herren, es muss sichergestellt werden, dass diese Leistungen auch bei den Kindern ankommen. Dann haben wir noch das Bürgergeld, formerly known as Hartz IV oder aus Reiter wird Twix, sonst ändert sich nichts. Meine Damen und Herren Sozialdemokraten, hätten Sie in den letzten Monaten bei meinen Reden zugehört, wäre Ihnen bewusst, dass der Hartz-IV-Satz einfach zu niedrig ist. Angemessen wären 572 Euro pro Monat. Statt die Ursachen zu beheben, doktern Sie mal wieder an den Symptomen herum. Schaffen Sanktionen ab und machen aus Fördern und Fordern eine sozialistische Grundsicherung für alle. Zusammenfassend kann man sagen, viele halbgare Lösungen, die den Steuerzahler Milliarden kosten werden, und das bei einem prognostizierten rückläufigen Wirtschaftswachstum. Vielleicht denken die Wähler bei den nächsten Wahlen mal über eine konservativ-liberale Allianz zwischen CDU, FDP und AfD nach, die für Deutschland wahrlich die bessere Alternative wäre. Vielen Dank. Die nächste Rednerin, die Kollegin Katja Mast, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was ich gut finde diese Woche, die SPD setzt den Sozialstaat als Top-Thema auf die öffentliche Debatte. Die SPD und die FDP tut uns den Gefallen und setzt es am Freitagnachmittag im Deutschen Bundestag auf die Tagesordnung. Und dafür ausnahmsweise mal ein Dankeschön an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Was ich aber nicht so toll finde bzw. schlecht ist, die FDP redet dabei nur über Geld und Zahlen. Sie redet nicht über Würde, Respekt und Leistungsgerechtigkeit. Sie wirft uns milliardenschwere Wahlkampfgeschenke vorzumachen und entwertet damit die Debatte um die Krankenschwester, den Paketboten und die Friseurin. Selbst will die FDP Steuergeschenke an Superreiche mit über 10 Milliarden machen. Und ich finde, das passt nicht zusammen. Warum führen wir diese Sozialstaatsdebatte als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten? Erstens, uns geht es um die Akzeptanz des Sozialstaats und damit auch um die Akzeptanz unserer sozialen Demokratie. Und zweitens, wir finden, der Sozialstaat muss auf die Höhe der Zeit gebracht werden. Denn Digitalisierung, demografischer Wandel und Globalisierung machen notwendig, dass wir Konzepte nach vorne entwickeln und nicht über die Vergangenheit diskutieren. Viele Menschen in unserem Land erleben den Sozialstaat als schwer zugänglich und manchmal auch kalt. Und weil der Kollege Zimmer findet, es gibt nur eine Bringschuld derjenigen, die betroffen sind, will ich ein Beispiel von meiner Mutter erzählen. Meine Mutter und auch ich als Kind und meine drei Geschwister, wir waren auf Sozialhilfe angewiesen. Meine Mutter hat jeden Tag gearbeitet und die Familie zusammengehalten. Und trotzdem hat das Geld nicht gereicht. Ich selbst habe erlebt, wie sie monatelang nicht zum Amt gegangen ist, weil sie sich geschämt hat. Und genau das wollen wir verhindern. Menschen haben Rechtsansprüche in unserem Sozialstaat. Sie sollen sich nicht schämen. Und das meinen wir, wenn wir vom Sozialstaat als Partner reden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der Sozialstaat als Partner ist für uns ein Kulturwandel. Wir wollen Würde und Sicherheit für die Menschen, wie für meine Mutter und die Kinder. Und deshalb diskutieren wir über eine Kindergrundsicherung in dieser Republik, weil wir finden, jedes Kind muss uns gleich viel wert sein. Wir müssen Kinder aus der Armut herausholen. Und mit dem starken Familiengesetz, das wir diese Woche diskutiert haben, machen wir den ersten wichtigen Schritt genau in diese Richtung. Aber das Sozialstaatskonzept bekennt sich auch an anderer Stelle mit vielen Werten klar. Uns geht es darum, die Arbeit in den Mittelpunkt in unserer Gesellschaft zu rücken, dass Menschen Arbeit, würdevolle Arbeit haben. Und deshalb sagen wir auch Ja zu einem Recht auf Arbeit statt einem bedingungslosen Grundeinkommen. Wir verpflichten uns mit dem Recht auf Arbeit, auf würdevolle und gut bezahlte Arbeit für alle. Uns geht es darum,
Die Arbeit wird uns nicht ausgehen, aber sie wird sich für viele fundamental und rasant ändern. Und damit muss sich eben auch Politik und Sozialstaat ändern. Und mich fragen Beschäftigte in meinem Wahlkreis, ich komme aus Baden-Württemberg, Pforzheim und dem Enzkreis, aus der Automobilindustrie, was können Sie tun, Frau Mast, damit ich nicht nur heute Arbeit habe, sondern auch noch morgen und übermorgen? Und unsere Antwort darauf ist ganz konkret: Chancen und Schutz im Wandel, Weiterbildung, 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 mehr Tarifbindung, gute Löhne und Sozialpartnerschaft. Das ist auf der Höhe der Zeit in unserem Sozialstaat. Und unser Arbeitsminister Hubertus Heil hat mit dem Qualifizierungschancengesetz vorgelegt. Und ich weiß, liebe FDP, da haben Sie sogar zugestimmt. Das hat mich gewundert, aber Sie haben zugestimmt. Das finde ich schon mal gut. Aber Sie bleiben auf halber Strecke stehen, weil mit Qualifizierung geht es darum, dass Handwerk und Mittelstand qualifizierte Fachkräfte bekommen. Und da brauchen wir eben noch mehr als das Qualifizierungschancengesetz. Wir brauchen ein Recht auf Weiterbildung und wir brauchen das Arbeitslosengeld Qualifizierung, damit alle Menschen gut qualifizierte Fachkräfte werden können. Da bleiben Sie leider stehen an der Stelle. Und uns geht es um Leistungsgerechtigkeit. Deshalb haben wir die Grundrente und eine Verlängerung des Arbeitslosengeld I nach Beitragsjahren vorgeschlagen. Weil es geht auch darum, dass Menschen, die lange mit eigenen Beiträgen unsere Systeme stabilisiert haben, am Ende auch mehr haben. Und es geht eben darum, gerade bei der Grundrente, dass Menschen, die gearbeitet haben, dass Menschen, die Kinder großgezogen haben, dass Menschen, die andere gepflegt haben, mehr haben als Grundsicherung. Ich finde, es kann sich sehen lassen. Es kann nicht sein, dass die Friseurin, die 40 Jahre zum Mindestlohn gearbeitet hat, eine Rente um die 500 Euro bekommt. Und damit muss Schluss sein. Dafür steht die SPD, für Leistungsgerechtigkeit, ein Recht auf Arbeit, ein Sozialstaat als Partner und Chancen und Schutz im Wandel. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Kollegin Susanne Ferschel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Tribünen, ich freue mich, dass wir überhaupt mal wieder über die Ausrichtung des Sozialstaates diskutieren. Und auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an die FDP für das Themensetting heute. Aber an der Stelle endet das Danke dann auch, weil das, so wie Sie über Soziales sprechen, ist es einfach immer unerträglich. Sie haben natürlich, das verstehe ich, als Mövenpick-Partei eine andere Schwerpunktsetzung, aber Sie sagen einfach die Unwahrheit, wenn Sie behaupten, das sei nicht finanzierbar. Wir als Linke sagen, und das ist die entscheidende Fragestellung, was ist politisch gewollt in diesem Land? Und wir freuen uns als Linken über die Initiative der SPD und sind gerne bereit, bei der Wiederherstellung des Sozialstaates mit anzupacken. Und ganz ehrlich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wenn die FDP und die Union quietschen, dann beweist es letztendlich doch nur, man ist auf dem richtigen Weg. Die Debatte über die Distanzierung von der Agenda-Politik, die wird in den Betrieben wahrgenommen. Viele Beschäftigte hoffen, dass man in Berlin nicht länger die Augen vor der Realität verschließt. Und es ist völlig okay, dass viele der Ideen, die jetzt auf dem Tisch liegen, eigentlich von uns sind. Weil es geht hier nicht darum, wer hat es erfunden. Es geht darum, was wird gemacht und vor allem, wie setzen wir es um. Um mal auf ein paar Punkte einzugehen. Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro ist eine Forderung, die wir schon sehr lange haben. Da sind wir natürlich mit dabei. Die Stärkung von Tarifverträgen, indem man den Arbeitgebern das Vetorecht nimmt bei der Allgemeinverbindlichkeitserklärung der Tarifverträge, ist unsere Forderung, da sind wir natürlich mit dabei. Und die Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeld I ist schon ein Antrag von uns in der letzten Legislaturperiode gewesen. Auch da gehen wir gerne mit. Und die Grundrente, die atmet zumindest den Geist des Sozialstaates, auch wenn es von der Bürgerversicherung, wie wir sie fordern, noch meilenweit entfernt ist. Aber man muss natürlich auch die Kritikpunkte benennen. Und da gibt es im Wesentlichen zwei. Sie benennen zwar Hartz IV in Bürgergeld um,
aber sie ändern nichts an dem Sanktionsregime und an der Systematik. Und sie erhöhen nicht die Regelsätze, die eh von Ihnen künstlich kleingerechnet worden sind über all die Jahre und die nicht für eine menschenwürdige Existenz ausreichen. Und der zweite Punkt ist, in Ihrem Sozialstaatskonzept fehlt völlig die Regulierung des Arbeitsmarktes. Ein Drittel der Menschen hierzulande, die erwerbstätig sind, die sind arm. Und also arm trotz Arbeit. Doch dazu sagen Sie nichts, und das, obwohl Ihr Konzept den Titel Arbeit trägt. Gegen gesagt, Mindestlohn und Tarifbindung haben nicht nur mit der Regulierung des Arbeitsmarkts zu tun. Sie sagen nichts zu sachgrundloser Befristung, zu Leiharbeit, zu Minijobs und so weiter. Gegen all diese Verheerungen der Agenda-Politik habe ich fast 20 Jahre lang als Betriebsrätin gekämpft. Und deswegen weiß ich, wie es ist, wenn die Kolleginnen und Kollegen bereit sind, jede Arbeit, sei sie noch so schlecht bezahlt, anzunehmen. Wie es ist, wenn Leiharbeiter 1.000 Euro im Monat weniger verdienen als Festangestellte und was das mit Belegschaften macht. Prekäre Beschäftigung drückt Löhne, diszipliniert Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ganze Belegschaften und schwächt Gewerkschaften. Sie geben weiterhin ein Bekenntnis zum Niedriglohnsektor ab. Und Ihre Parteichefin Andrea Nahles, die ist sich nicht mal zu blöd dafür, diesen Niedriglohnsektor auch noch dann als Begründung ins Feld zu führen, warum die Hartz-IV-Regelsätze weiterhin so niedrig bleiben müssen, obwohl man von der menschenwürdigen Existenz nicht sprechen kann. Die SPD spielt damit Erwerbsarme gegen Erwerbslose aus. Das machen wir als Linke nicht mit. Und ich kann Sie nur davor warnen, die Menschen erneut durch leere Versprechungen, mit deren Versprechungen zu enttäuschen. Das würde nur die größte Oppositionspartei hier im Hause stärken, und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Zum Schluss noch mal an die Adresse der FDP. Hören Sie auf mit dieser Haushaltsdebatte, sie ist scheinheilig. Eine Austrocknung des Niedriglohnsektors würde die Sozialkassen stärken, weil weniger Steuerzuschüsse notwendig wären, und Geld ist genug da. Es ist nur falsch verteilt. Und es wird Zeit, dass wir durch eine andere Steuerpolitik endlich wieder zu einer gerechten Vermögensverteilung in diesem Land kommen. Aber jedem muss klar sein, dafür braucht es andere politische Mehrheiten in diesem Haus und in diesem Land. Vielen Dank. Nächster Redner, Sven Lehmann, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Sozialpolitik ist eine Frage der gesellschaftlichen Werte und der politischen Prioritäten. Es geht darum, wie solidarisch eine Gesellschaft ist. Ich werde aber den Verdacht nicht los, in der Tat, dass die FDP diese Aktuelle Stunde heute vor allem deswegen beantragt hat, um die wichtige und notwendige Debatte über den Sozialstaat zu ersticken mit dem Argument, das ist alles nicht finanzierbar. Sie sprechen vom Ende des Leistungsgedankens. Ja, ich habe die ganzen Statements der letzten Tage genau gelesen. Sie sprechen vom Ende des Leistungsgedankens, und Christian Lindner, Ihr Chef, schwadroniert vom Fall einer armen Rentnerin, die 5 Millionen Euro erbt und deswegen keine Grundrente mehr braucht, als wenn das allen Ernstes Alltag in Deutschland ist. Im gleichen Atemzug fordern Sie vehement die Abschaffung des Soli für Besserverdienende. Das würde ein zweistelliges Milliarden-Euro in den Haushalt reißen. Die Ausgaben für Rüstung sollen weiter steigen. Und jedes Jahr verschwendet der Bund über 50 Milliarden Euro für klimaschädliche Subventionen. Das alles zeigt, nicht die Kassen sind leer, Ihnen ist einfach soziale Politik nicht wichtig genug, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Ich bin wirklich froh darüber, dass die SPD nun wieder mehr kämpfen will für soziale Gerechtigkeit, und wir werden Sie daran messen, was Sie davon in der Regierung auch tatsächlich umsetzen werden. Wir Grüne haben klare Prioritäten. Erstens, wir wollen eine Kindergrundsicherung einführen, und das schon lange. Denn für den Kampf gegen Armut bei Kindern und Familien braucht es einen großen Wurf, und es braucht einen Systemwechsel. Denn bisher bekommen Eltern, je mehr sie verdienen, auch umso mehr für ihre Kinder durch Steuerfreibeträge. Familien mit keinem oder zu geringem Einkommen wird dagegen sogar das Kindergeld bei Hartz IV angerechnet. Und darin liegt der gesamte Webfehler. Wir müssen die Kinder am meisten unterstützen, die Unterstützung auch am meisten brauchen. Und das geht nur, wenn wir das System endlich vom Kopf auf die Füße stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweitens, wir wollen eine Garantierente. Wir wollen, dass diejenigen, die lange Kinder erzogen, gearbeitet haben oder Angehörige gepflegt haben, dass die eine Rente oberhalb der Grundsicherung erhalten. Das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit unseres Sozialstaates. Aber in einem entscheidenden
In einem entscheidenden Punkt gehen wir weiter als die SPD. Wir wollen eine Bürgerversicherung in der Rente einführen. Denn Solidarität und Gerechtigkeit leiden, wenn sich ganze Berufsgruppen wie Selbstständige, Abgeordnete, Beamtinnen, Beamte ihre Alterssicherung auf einem anderen Weg organisieren und übrigens auch damit weniger Schutz genießen, wie viele Selbstständige, die einfach zu wenig verdienen. Eine Bürgerversicherung für alle, das würde das Rentensystem gerechter machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drittens. Eine Grundrente würde übrigens auch deutlich günstiger, wenn wir einen höheren Mindestlohn hätten, eine bessere Tarifbindung und weniger Minijobs. Denn der gesamte Niedriglohnsektor in Deutschland führt dazu, dass viel zu viele Menschen im Alter nicht von ihrer Rente leben können. Und er führt auch dazu, dass wir mittlerweile fast 2 Millionen Menschen haben, die arbeiten und trotzdem auf Grundsicherung angewiesen sind. Aber beim Thema Lohnpolitik, da sind Union und FDP immer ganz schnell ganz leise. Wer also weniger Menschen in der Grundsicherung haben will, der muss dafür sorgen, dass Menschen von ihrer Arbeit auch leben können, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, gleichzeitig hat Ihr Konzept von der SPD aber auch eine krasse Lücke. Und das ist mein vierter Punkt. Mit Ihrem angeblichen Bürgergeld überwinden Sie Hartz IV eben nicht. Sie kleben ein neues Etikett auf etwas, das eigentlich grundlegend verändert gehört. Wenn Sie weiter an Sanktionen unter das Existenzminimum festhalten, dann nehmen Sie auch in Kauf, dass Menschen in Spiralen getrieben werden, die im Stromsperren oder Wohnungslosigkeit enden können. Und das Heftigste ist, am Regelsatz in der Grundsicherung wollen Sie gar nichts verändern. Dabei ist der Regelsatz, also das, was jedem Menschen als Existenzminimum zusteht, das ist seit Jahren politisch kleingerechnet und reicht nicht aus, um an der Gesellschaft teilzuhaben. Und das ist völlig inakzeptabel. So, und damit, indem Sie das nicht angehen, halten Sie auch an einer Spaltung der Gesellschaft fest, nämlich eine Spaltung in diejenigen, die auf dem Arbeitsmarkt funktionieren können, und die anderen. Der Wert eines Menschen leitet sich aber nicht nur aus dem ab, was er auf dem Arbeitsmarkt leistet, der Wert eines Menschen leitet sich ab aus seiner Würde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Kai Wittiger. Herr Präsident, werte Kollegen, ich bin enttäuscht. Wirklich enttäuscht. Als ich gehört habe, dass die Sozialdemokratie mit ihrer geballten Kompetenz sich zurückzieht, um ein Papier zu schreiben zum Thema Sozialstaatsreform, da habe ich gedacht, wunderbar, da musst du dich warm anziehen. Und dann aber, um es mit den Worten des römischen Dichters zu sagen, Horaz zu sagen, kreiste der Berg und er gebar eine Maus. Also, da muss ich wirklich sagen, das muss man mal fertigbringen. In einem Land, in dem wir so viele Arbeitsplätze wie noch nie in unserer Geschichte hatten, in einem Land, in dem die Arbeitslosenquote auf einem Rekordniedrigniveau ist seit der Wiedervereinigung, in einem Land, in dem wirtschaftlich es immer noch im 9. Jahr aufwärts geht, muss man es fertigbringen. Da reden Sie davon, das Arbeitslosengeld 1 zu verlängern. Auf bis zu 3 Jahre soll es ja jetzt ausgebaut werden. Vor diesem Hintergrund es fertigzubringen, darüber zu reden als Arbeiterpartei, wie man Menschen nicht in Arbeit bringt, sondern wie man ein Leben ohne Arbeit weiter ermöglicht und erleichtert, das ist wirklich eine Glanzleistung, die hier in diesem Bundestag meiner Meinung nach nichts verloren hat. Und da wollen Sie weiter diskutieren darüber, dass man Sanktionen abschafft, dass wenn man in Hartz IV gerät, in SGB II gerät, dass man dann 2 Jahre lang überhaupt gar nicht vom Jobcenter in irgendeiner Form behelligt wird, sondern da quasi so vor sich hinleben kann und sie die Menschen überhaupt nicht proaktiv in die Arbeitswelt, in den Arbeitsmarkt zurückführen möchten. Und der Etikettenschwindler, muss ich dem Herrn Kollegen Lehmann leider recht geben, sie eigentlich nur Hartz IV umbenennen in ein Bürgergeld, ohne dass sich in den Leistungen in irgendeiner Form etwas ändern sollte. Das ist für mich schlicht und ergreifend ebenfalls ein Produkt der Marketingabteilung. Da haben Sie offensichtlich von der FDP gestern was gelernt. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, was wäre die Aufgabe? Die Aufgabe wäre, Hartz IV zu vereinfachen. Die Bescheide sind ja nicht so kompliziert, weil sich irgendwelche bösen Beamten das ausgedacht haben, sondern die Bescheide sind so kompliziert, weil das Recht, was wir hier in diesem Deutschen Bundestag beschlossen haben, so kompliziert ist. Und deshalb
Und deshalb müssen wir den Mut dazu finden, nicht Lotsen einzustellen, die einem den Bescheid erklären, sondern wir müssen den Mut finden, leichtere Regeln zu beschließen. Und das bedeutet, dass wir Ihre Stimmen brauchen, um zum Beispiel Pauschalierungen zu machen bei den Kosten der Unterkunft. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Und wenn wir das pauschalieren könnten und vereinfachen könnten und nicht 25.000 Menschen in den Jobcentern jeden Tag da sitzen und ausrechnen, wie viel Geld es am Monatsanfang gibt, dann hätten wir mehr Personal, um die Leute, um die arbeitslosen Menschen zu betreuen und sie in den ersten Arbeitsmarkt zurückzuführen. Auch das wäre eine Variante, die wir dann machen könnten. Und ja, wir müssen mehr auf Qualifikation und Sprachausbildung Wert legen. Es geht nicht an, dass jeder zweite Arbeitslose im SGB II mangelnde Sprachkenntnisse hat und keine Berufsausbildung. Das ist in einem Fachkräfteland wie Deutschland nicht akzeptabel. Und ein letzter Punkt, wir müssen auch die Arbeitsanreize verbessern. Wenn man einen Minijob macht, wunderbar, ein erster Einstieg in den Arbeitsmarkt, aber ich habe halt nur von den ersten 100 Euro etwas, danach greift der Staat knallhart zu und nimmt jeden Euro einem ab. Es muss umgekehrt sein. Die ersten 100 Euro sollte man gleich abknöpfen. Und erst später, je mehr man arbeitet, desto mehr sollte hängen bleiben. Leistung muss sich lohnen. Das ist das Thema, über das wir hier diskutieren müssen. Und wissen Sie, Frau Kollegin Mast, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, von Würde und Respekt sprechen, herzlich gerne. Wir haben es gestern Abend noch einmal hier an dieser Stelle diskutiert. Sie wollen mit Ihrer Respektrente tatsächlich jemanden, der Vollzeit arbeitet, bei 2.600 Euro brutto, 35 Jahre lang, ihm eine Rente zugestehen von 899 Euro. Und der Kollege, der nebendran steht, den gleichen Job macht zur Teilzeit mit 1.300 Euro brutto, der kriegt mit Ihrer neuen Respektrente 897 Euro Rente in Zukunft. 2 Euro Rente im Monat mehr für den Vollzeitjob. Das ist der Respekt, den die SPD den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesem Land heute sagt. Das finde ich respektlos, Frau Kollegin Mast. Und in meinem Wahlkreis, der ganz um die Ecke ist, da reden die Leute nicht davon, was kann der Staat für mich tun, sondern da fragen sie, was tut der Staat für mich, damit ich meine Familie ernähren kann, damit ich in Zukunft meinen sicheren Arbeitsplatz habe. Und darüber sollten wir diskutieren für den Sozialstaat 2025. Für die Fraktion der AfD hat das Wort die Kollegin Ulrike Schilke-Ziesing. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Bürger. In der heutigen Aktuellen Stunde sprechen wir über die Wunschliste der SPD. Ja, es ist und bleibt eine Wunschliste. So wie viele Kinder eine Liste an den Weihnachtsmann verfassen, so liest sich auch das Sozialstaatskonzept der SPD. Schauen wir uns doch den Bereich Arbeit in diesem Konzept an. Sie versprechen den Bürgern das Recht auf Arbeit. Was genau meinen Sie damit? Eine Beschäftigungstherapie auf Steuerzahlerkosten im sozialen Arbeitsmarkt bringt die Arbeitslosen nicht weiter. Schaffen Sie bessere Rahmenbedingungen für die Unternehmen, damit diese mehr Menschen zu einem guten Lohn einstellen können. Bei einem Arbeitsplatzverlust sollen Bürger, die länger in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, auch länger davon profitieren. Das hatten wir doch bereits, bevor es die SPD mit den Hartz-IV-Reformen zerstört hat. Die Einführung des Bürgergeldes kaschiert nur Ihre Unfähigkeit, durchdachte Politik zu betreiben. Jetzt müssen Sie Ihre eigenen Fehler reformieren. Selbstgeschaffene Probleme lösen zu wollen, ist anscheinend die Spezialität der SPD geworden. Andere Probleme werden leider nicht angegangen. Stichwort Doppelverbeitragung von Betriebsrenten, die die rot-grüne Bundesregierung 2004 eingeführt hat. Die Beseitigung dieses Fehlers würde rund 3 Milliarden Euro kosten. Davon ist in Ihrem Konzept nicht zu finden. Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, wie viel Ihr Sozialstaatskonzept den deutschen Steuerzahler kosten wird? Ich habe dazu von Ihnen keine Aussagen gefunden. Ich helfe Ihnen aber gerne dabei. Hier nur zwei Beispiele. Herr Raffelhüschen hat die Kosten der Grundrente bei 300.000 Beziehern auf 1,5 Milliarden Euro beziffert. Herr Heil rechnet mit einer Zielgruppe für die Grundrente in Millionenhöhe. Das bedeutet dann folgerichtig auch, dass sich die Ausgaben im zweistelligen Milliardenbereich bewegen werden.
Das Arbeitslosengeld Q, also die Weiterbildung und Qualifizierung von Arbeitslosen, wurde von der Arbeitgebervereinigung mit jährlichen Kosten von 17 Milliarden Euro geschätzt. Die SPD will also Milliarden in einen Sozialstaat pumpen, von denen sie noch nicht weiß, wo sie sie hernehmen soll. Gut, es ist Wahlkampf, aber sollte man sich nicht trotzdem noch ein wenig Sinn für die Realität bewahren? Minister Scholz entdeckt an dem einen Wochenende ganz plötzlich ein Haushaltsloch in Höhe von 25 Milliarden Euro in der Kasse und freut sich am nächsten Wochenende über ein Konzept seiner eigenen Partei, in dem das Geld nur so zum Fenster hinausfliegt. Was sollen wir denn davon halten? Zum Haushaltsdefizit wollte er am Mittwoch nicht mit dem Haushaltsausschuss reden und glänzte durch Abwesenheit. Eine Buchvorstellung war ihm wichtiger. Sein Staatssekretär mühte sich redlich, konnte den Ausschuss aber nicht von der Seriosität des Finanzplanes bis 2023 überzeugen. Dass die SPD nicht mit Geld umgehen kann, beweist nicht nur ihre Wunschliste, sondern auch die gestrichene Gehaltserhöhung für ihre Mitarbeiter in der Parteizentrale. Fremdes Geld verwalten wollen und nicht einmal die eigenen Finanzen im Griff haben – genau mein Humor. Wissen Sie, meine Damen und Herren von der SPD und damit die Verfasser dieser Wunschliste, das Problem an Ihren linken Ansätzen ist, Sie versuchen, ökonomischen Herausforderungen mit ideologischen Ansätzen zu begegnen, anstatt eine vernünftige und realitätsbezogene Lösung zu erarbeiten. Und daran wird auch dieses fantasievolle Sozialstaatskonzept im Endeffekt scheitern. Die Auswirkung Ihres Sozialstaatskonzepts wird eine steigende Politikverdrossenheit sein. Sie wecken damit Erwartungen bei den Bürgern, die Sie nicht einhalten können und auch nicht einhalten werden. Am Ende eines Tages muss einer Ihre Wunschliste bezahlen. Und in den meisten Fällen sind es die hart arbeitenden Bürger, die von Ihnen ja so gerne verteidigt werden. Diese Bürger werden sich dann aber wundern, warum dann immer weniger netto von ihrem Bruttolohn übrig bleibt. Hoffentlich wird genau diesen hart arbeitenden Bürgern in Brandenburg, Thüringen und Sachsen vor den anstehenden Wahlen deutlich, dass mit ihren Steuerabgaben die Rechnung dieses wahnwitzigen Konzeptes beglichen werden. Und jene, die glauben, durch das SPD-Konzept würde sich ihre soziale Lage verbessern, sollten sich vor Augen führen, dass für Frau Nahles die Akzeptanz ihres Konzeptes in der SPD-Basis wichtiger ist als dessen Umsetzung. So viel zur Glaubwürdigkeit der SPD und deren wahres Hauptmotiv für das Sozialstaatskonzept, nämlich die Wählerstimmen und nicht das Wählerwohl. Vielen Dank. Die nächste Rednerin, die Kollegin Kerstin Zack, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie schön. Wie schön, dass wir es geschafft haben, mit unserem Gesamtkonzept zur Vorlage des Sozialstaates so viel Neid, so viel Klarheit von denjenigen, die hier heute gar nichts zu bieten haben, so eine interessante Debatte darüber zu führen, wo die einen sagen müssen, wir haben gar nichts, wir können gar nichts anbieten. Die anderen sagen, wir reden über den Sozialstaat der Zukunft und reduzieren ihn auf die Diskussion über die 10 Euro bei der Teilhabe in Vereinen für Kinder im Hartz-IV-Bezug. Welch eine Kleinigkeit in so einer großen Debatte. Das war echt peinlich und das war echt richtig, richtig klein. Auch noch für diejenigen, die das hier angemeldet haben, hätte man echt mehr erwarten können. Das war wirklich klein. Was haben wir aber aufgeschrieben und worüber haben wir in den letzten Monaten intensiv diskutiert? Und ich freue mich, dass wir an der einen oder anderen Stelle ja miteinander hier heute schon gehört haben, wo auch Umsetzung möglich und richtig ist. Ja, wir sagen, Förderung von Tarifbindung ist das A und O, wenn wir in die nächsten Jahre gucken. Ja, wir wollen Zeitkonten zum Ansparen. Ja, wir wollen ein Recht auf Heimarbeit. Ja, wir wollen ein Recht auf Weiterbildung. Wir wollen ein Recht auf Homeoffice. Wir wollen uns über den Mindestlohn unterhalten.
Ja, wir wollen auch die Verlängerung des Arbeitslosengeldes, gerade und vor allen Dingen dann, wenn man über Qualifizierung sich fort- und weiterbildet, darf das nicht dazu führen, dass man nach Abschluss der Maßnahme dann in den Langzeitarbeitslosenbezug fällt. Und deshalb ist es richtig, über die Frage zu diskutieren, was heißt das ALG I Bezugsdauer und wie können wir hier die Leute motivieren, in Qualifizierung zu gehen und sie nicht demotivieren, indem wir im Anschluss keine vernünftige Vorgabe machen. Und ja, wir wollen einen anderen Schutz bei der Wohnung und auch beim Vermögen. Ja, wir wollen, dass der Schutzgedanke, der heute so sehr die Menschen belastet, von uns aus einer anderen Sichtwinkel, aus einem anderen Blickwinkel bearbeitet wird. Und ja, wir wollen den Wegfall unwürdiger Sanktionen. Ist doch selbstverständlich. Wir wissen alle, dass wir in den nächsten Monaten auch selbst diejenigen, auch diejenigen, die das heute noch nicht sehen, schon in wenigen Monaten das mit uns hier an dieser Stelle gemeinsam machen werden. Und ja, wenn wir die Reform des Wohngeldes machen, ist das richtig. Und ja, wenn wir die Kindergrundsicherung machen, ist das richtig. Und das brauchen wir und das werden wir auch vorantreiben. Und ja, wir wollen die Hilfe aus einer Hand und nicht mehr von Pontius zu Pilatus geschickt zu werden, sondern eine vernünftige, gute Aufstellung, wie man seine Leistungen, auf die man einen Anspruch hat, gut und sicher erhält. Und ja, wir wollen eine Grundrente, die ihren Namen verdient, in der Rentenversicherung. Und zwar ohne, dass die Rentenversicherung das tun muss, was sie nämlich nicht kann. Sie kennt keine Bedürftigkeitsprüfung, sie kennt keine Teilzeit, sie kennt Beitragsleistungen. Und deshalb ist es richtig, dass man im System der Rente bleibt, weil nur das sinnvoll ist, wertschätzend ist, Lebensleistung anerkennt und am Ende dazu führt, dass niemand zum Amt muss, sich nackig machen muss, sondern Respekt vor den Leistungen bekommt, die er selber eingezahlt hat. Und ja, wir gehen in ein Gesamtkonzept. Ein Teil dessen habe ich Ihnen vorgestellt, weil wir der Meinung sind und sagen, in der Zukunft liegt die Herausforderung selbstverständlich darin, Arbeit zu halten, wer nicht mehr in Arbeit ist, durch Qualifizierung wieder in Arbeit zu kommen. Und auch für die, die im Langzeitarbeitslosenbezug sind, ist das Thema, wie qualifizieren wir die größte Herausforderung, die wir haben? Deshalb ist all das auf genau diese Thematik ausgelegt. Das ist richtig, das ist wichtig und darum wird es in der Zukunft gehen. Die ein oder anderen Maßnahmen konnten wir mit unserem Koalitionspartner und seiner Unterstützung bereits durchsetzen. Erste Schritte haben wir gemacht. Mit der Brückenteilzeit haben wir insbesondere die Erwerbsbiografien von Frauen, insbesondere derjenigen, die das wollen, verbessert. Mit dem sozialen Arbeitsmarkt haben wir für Langzeitarbeitslose einen ersten wichtigen Schritt in öffentlich geförderte Beschäftigung gesetzt. Mit dem Qualifizierungschancengesetz haben wir ein Recht auf Weiterbildung mit Weiterbildungsberatung umgesetzt. Das Recht auf Weiterbildung wollen wir anführen. Mit dem Gute-Kita-Gesetz haben wir den qualitativen Ausbau und die Beitragsfreiheit gemacht. Mit dem Starke-Familien-Gesetz werden wir den Kinderzuschlag verbessern und die Leistungen im Bildungs- und Teilhabepaket. Wir sind also guter Dinge, dass der Koalitionspartner auch weitere Schritte in genau diese richtige Richtung mit uns gehen wird und freuen uns deshalb ganz besonders, dass wir ja sehr unterschiedliche Signale aus dem Bereich des Koalitionspartners hören. Wir freuen uns auf konstruktive, nach vorne gerichtete und vor allen Dingen in die richtige Richtung gerichtete Debatte hin zu einem fairen und gerechten Sozialstaat, den nicht nur wir, sondern alle brauchen. Danke. Der nächste Redner ist der Kollege Otto Fricke, FDP-Fraktion. Geschätzter Herr Vizepräsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, nachdem der Kollege Whittaker ja sozusagen schon die zweite FDP-Rede gehalten hat und ein Zitat gebracht hat, wenn ich das, was ich von Ihnen höre, jetzt einfach mal rekapitulieren muss, dann muss ich sagen, da fällt mir dann eher Shakespeare ein, Hamlet. Ich dachte, es wäre Wahnsinn und doch, es steckt bei Ihnen eine politische Methode dahinter. Meine Damen und Herren, es heißt Sozialstaatskonzept, genauer aber vor dem Hintergrund des drohenden Haushaltsdefizits. Bleiben wir vielleicht mal in einem Bild, weil das uns in Erinnerung bleibt. Wenn wir unseren Staat wie ein gutes Haus sehen,
dann müssen wir feststellen und mal rekapitulieren. Das letzte Mal, als wir in diese Schwierigkeiten kamen, dass immer mehr versprochen wurde, als man halten kann und versucht hat, damit Wahlen zu gewinnen, es teilweise dann seitens der SPD auch getan hat, war so um die Jahre 2000 rum. Sie erinnern sich vielleicht noch, liebe Sozialdemokraten, da gab es einen Bundeskanzler, der hat große Versprechungen bei der Rente gemacht, Nachhaltigkeitsfaktor, um sie dann nach der nächsten Wahl wieder rückgängig zu machen. Und das will ich Ihnen von meiner Fraktion schon hier sagen. Sie machen jetzt dasselbe Spiel. Sie machen Versprechungen, von denen Sie wissen, dass Sie sie weder selber einhalten können, noch mit Ihrem Koalitionspartner. Und das ist genau das, was man als Politiker in Verantwortung nicht tun sollte. Meine Damen und Herren, dann hat die SPD gelernt aus ihren Fehlern, hat den Nachhaltigkeitsfaktor rückgängig gemacht, gemeinsam mit den Grünen. Es war eine richtige, weil verantwortungsvolle Entscheidung und viele andere Reformen gemacht und damit unser Haus stabilisiert, vor allen Dingen das Fundament stabilisiert. Und dann haben wir das so stabil hinbekommen, und das sage ich an alle Richtungen, dass selbst über Banken und Finanzkrisen wir einen stabilen Sozialstaat hatten. Und was machen wir jetzt? Wir haben das Gefühl, das geht immer so weiter, es ist ja genug Geld da, wir können hier noch ein Stockwerk drauf, da noch ein Balkon dran, da haben wir vielleicht noch eine schöne Lobby, da machen wir vielleicht noch einen schönen Dachgarten. Und was machen Sie auf der anderen Seite mit Ihrem Fundament? Und das ist gerade schon gesagt worden, und das ist ja auch der Grund, warum der Kollege Schneider erst nach mir redet, obwohl er eigentlich vor mir reden wollte. Sie sorgen nämlich dafür, dass Ihr Finanzminister gleichzeitig hingeht und sagt, oh, wir haben ein kleines Problem. Wir haben ein Defizit von 25 Milliarden Euro. Hat nicht alles genannt. So, und die 25 Milliarden Euro Defizit, die kommen alleine dadurch, dass Deutschland, auch deswegen, weil die Große Koalition zu wenig tut, zum kranken Mann in Europa wieder zu werden droht. Nein, genau. Sehen Sie, das ist jetzt genau die Reaktion. Nein, ist gar nicht der Fall. Darf ich Ihnen mal sagen, wer nach Italien in diesem Jahr das schlechteste Wachstum in Europa auch nach Auskunft der eigenen Regierung haben wird? Es ist dieses Land. Es ist dieses Land, das nicht mehr nach vorne schaut, sondern nur versucht, durch ihren Spachtel Sozialpolitik zu betreiben, statt nach vorne zu gehen. Und es ist so, dass das, was Sie hier machen, unverantwortlich ist. Weil nämlich, wenn dann in wenigen Monaten das Geld nicht mehr da ist, dann werden Sie hingehen und sagen, wir wollten das ja, das Geld war ja da. Aber die CDU hat uns nicht gelassen, die FDP war immer nur bei dem Stück. Das ist doch das, wie Sie machen. Und jetzt sage ich Ihnen mal, was noch droht beim Thema Haushalt. Wir haben die Wachstumsreduzierung. Wir haben den EU-Haushalt, der uns mehrere zweistellige Milliardenbeträge kostet. Wir haben den Kohlekompromiss, der uns 2 Milliarden Beträge kosten wird. Wir haben die Quoten bei Oder, bei Verteidigung, die uns noch Milliarden kosten, die alle noch nicht im Haushalt sind. Und was machen Sie dann? Anstatt über einen Punkt zu reden, wo wir uns einig sind, glaube ich, von allen Seiten, nämlich zu sagen, und das will ich mal für alle hier sagen, hier ist keiner, der nicht möchte, dass jemand, der 35 Jahre Vollzeit gearbeitet hat, am Ende auf eine Ebene kommt, in der er eben nicht mehr fragen muss, kann ich ein normales Leben führen, bin ich noch in der Lage? Es geht um die Frage, ob man das in dem Zeitalter der Digitalisierung, liebe Sozialdemokraten, noch mit der Gießkanne macht, ja, Sie wollen es wieder, oder ob man in das Detail geht und den Einzelnen fragt. Denn es ist ein Fairness-Check. Es ist ein Fairness-Check, den Sie machen müssen. Ein Fairness-Check gegenüber denjenigen, die eingezahlt haben, aber auch ein Fairness-Check zum Beispiel gegenüber der jungen Generation, die hier oben sitzt, zu sagen, wie viel habt ihr an Verantwortung für die Generation, die die Voraussetzung geschafft hat, und wie viel Fairness ist es, dass ihr selber die Voraussetzung schafft. Und dann höre ich von Ihnen, und das finde ich, wenn man über die Frage Hausbau nachdenkt, das ist ja auch dieses Prinzip, und so bauen Sie dann auch und so machen Sie es auch mit dem Hausbau. Sie sagen nicht an Isolierung denken, nicht an Nachhaltigkeit, moderne Beleuchtung. Sie sagen einfach, Hauptsache die Heizung hoch, ein bisschen wärmer. Und dann sagen Sie noch, so ein Fairness-Check, das braucht doch gar nicht, das wird in der Rente, sagt der Minister doch immer, ist das fremd. Dann schauen Sie mal in die Witwen- oder Hinterbliebenenrente. Was machen Sie in der Hinterbliebenenrente? Und mit Ihrer Gesetzgebung, die Sie wollten und die auch richtig ist, Sie schauen doch genau nach, ob jemand mehr bekommt, als er eigentlich braucht, und kürzen dann an der Stelle die Hinterbliebenenrente. Und so viel zu der Frage, dass dort, wo gezahlt wird, von Ihrer Seite gekürzt wird und dort, wo jemand mehr bekommt, weil er Teilzeit arbeitet, es pauschal bekommt. Das ist nicht gerecht, sondern das ist das Typische, wie mein Haus auf Dauer zerstört, statt das Fundament zu stabilisieren. Herzlichen Dank. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Jana Schimke für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe
Besucher auf den Besuchertribünen. Ich habe gesehen, die zwei jungen Männer sind inzwischen erwacht dort oben. Das freut mich sehr. Es geht nämlich genau um ihre Belange der Zukunft, für die wir hier kämpfen. Und insofern ist es angebracht, auch aufmerksam der Debatte zuzuhören. Liebe Kollegen, wir kommen mal ein bisschen runter. Natürlich hat jede Partei das Recht, sich zu positionieren in allen Themengebieten. Die AfD sucht ja noch nach einer Position, insbesondere im Bereich der Sozialpolitik. Die FDP ist leider auch nicht mehr das, was sie mal war und guckt auch mehr und mehr aufs Geld ausgeben. Die Kinderstube wird dann zuweilen auch vernachlässigt, weil man auch das Solidarprinzip innerhalb der Familie erstmal zu schauen, was können nahestehende Angehörige tun, um Eltern zu unterstützen, dann auch auf einmal abgeschafft werden soll, enttäuscht mich persönlich sehr. Naja, und was sage ich zur SPD? Die SPD wird eben, ja, ist eben künftig wohl nicht mehr sozialdemokratisch, sondern vielmehr sozialistisch. Und liebe Frau Tack, ich muss Ihnen leider sagen, Sie unterliegen hier einer absoluten Fehleinschätzung, wenn Sie sagen, die Aufregung, die Sie hier heute in diesem Parlament erleben und schon seit einer Woche in der gesamten Republik erleben, als Reaktion auf Ihr Konzept zum künftigen Sozialstaat. Das ist kein Neid, liebe Frau Tack. Das ist die Angst vor dem Ausverkauf unserer Republik. So, und wir wissen alle, wir befinden uns im Moment noch in einer guten, soliden Haushaltslage. Aber ganz ehrlich, bei allem Respekt, liebe Kollegen der SPD, lieber Koalitionspartner, das, was Sie vorhaben, schafft im Prinzip den Erfolg, den wir uns gemeinsam aufgebaut haben in den letzten Jahren, der wird förmlich abgeschafft. Und ich sage, wir werden in wenigen Jahren wieder genau vor den Problemen stehen, vor denen wir Anfang der 2000er Jahre stehen. Ich weiß nicht, ob Sie das dann noch zu verantworten haben, Frau Tack. Ja, aber die jüngeren Generationen, die werden es in jedem Fall, und das müssen wir verhindern. Das machen wir auch nicht mit. Das kann ich Ihnen schon jetzt sagen. Nein. Für die CDU geht es immer darum, eine Politik für alle Menschen zu machen, keine Klientelpolitik zu machen, nicht nur auf eine Gruppe der Gesellschaft zu schauen. Wir schauen auf alle Menschen. Was ist denn so verkehrt daran, auch jene zu entlasten, die etwas zu diesem Sozialstaat beitragen, mit ihren Steuern, mit ihren Beiträgen? Und deswegen muss natürlich der Soli auch für alle in Deutschland abgeschafft werden und nicht nur für eine Gruppe in diesem Land. Und selbstverständlich, auch unsere Partei hat beim letzten Parteitag in Hamburg einen Beschluss mit überragender Mehrheit zur Abschaffung der Doppelverbeitragung in der betrieblichen Altersvorsorge getroffen. Wir wollen, dass Leistung sich lohnt. Wir wollen, dass Altersvorsorge sich lohnt. Das sind die Prinzipien, auf die es in der Sozialpolitik künftig auch ankommen muss. Und liebe Frau Mast, Sie haben hier gesprochen von Würde, von Respekt, von Leistungsgerechtigkeit. Ist es gerecht, Politik auf Kosten der künftigen Generation zu machen? Ich sage nein. Ist es gerecht, eine Politik zu machen, die tarifgebundene Unternehmen bevorzugt und damit den Großteil der deutschen Wirtschaft, den überwiegenden Großteil der deutschen Wirtschaft außer Acht lässt? Ist es gerecht, eine Politik zu machen, die sich nur an wenige Unternehmen richtet und alle anderen leer ausgehen lässt? Nein, das ist es nicht. Wir machen eine Politik für alle Menschen in diesem Land, für alle Unternehmen in diesem Land. Und deshalb verbietet es sich, eine Politik zu machen, die darauf abzielt, tarifgebundene Unternehmen steuerlich zu bevorzugen und damit den überwiegenden Teil der deutschen Wirtschaft außer Acht zu lassen, obwohl die genauso einen guten Job machen, obwohl die genauso viel für ihre Mitarbeiter tun. Das entspricht nicht meinem Verständnis von einer guten und seriösen Politik. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es sinnvoll, einen politischen Mindestlohn einzuführen, einen Mindestlohn, der zum Spielball politischer Stimmungslagen wird, der sagt, heute gehen wir auf 12 Euro, morgen gehen wir auf 14 Euro. Nein, das ist es nicht. Lohnbildung muss in Deutschland weiterhin Aufgabe der Tarifvertragsparteien sein und nicht Ihre Aufgabe, Frau Mast. Und noch ein letzter Satz, und dann lasse ich Sie auch in Ruhe. Mit diesen Ideen, Frau Mast, mit diesen Ideen wird der Facharbeiter, von dem Sie sprachen, der Ihnen wichtig ist, der Ihnen am Herzen liegt, ganz gewiss seinen Job verlieren. Und in diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns gut überlegen, was wir hier künftig in diesem Hause beschließen wollen. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Carsten Schneider. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Schimmig, ich war mir nicht ganz sicher, ob Sie jetzt für die CDU-Fraktion oder für die FDP-Fraktion sprechen, aber das können Sie doch mal klären. Auf dem Punkt mit der Doppelverbeitragung fragen Sie einfach mal Ihre Bundeskanzlerin. Ich habe den Eindruck, die hat das in letzter Minute jetzt erstmal gestoppt. So, aber klären Sie das als CDU, dann kommen wir auf Sie zu. Ich will zum Abschluss der Debatte zu zwei Punkten mal sagen. Der erste Punkt, das, was Herr Kollege Fricke angesprochen hat, gesagt, das sei alles nicht finanzierbar und das sei alles zulasten künftiger Generationen. Ich habe das ähnlich bei Frau Schiemke auch gerade durchgehört. Also zunächst einmal, wir sind in einer exzellenten ökonomischen Lage in Deutschland. Exzellenten ökonomischen Lage. Wir haben 1,3% Wachstum. Das erste Mal seit 7-8 Jahren eine Delle. Nach 7-8 Jahren Vollaufschwung. Und wir arbeiten daran, dass dieser Aufschwung weitergeht und stärker wird. Und das Potenzialwachstum, wir wissen das ganz genau, Kollegen von der FDP, das Potenzialwachstum in Deutschland ist in etwa 1,5%. Und wir sind bei 1,3. Von daher, von einem Abschwung zu sprechen, die Situation in Deutschland schlecht zu reden, ist vollkommen falsch. Da sind Sie nicht auf den aktuellen Zahlen. Und vor allen Dingen scheinen Sie mir nicht das Interesse, Deutschlands im Mittelpunkt zu haben. Und zum ordentlichen Wachstum, zum ordentlichen Sozialstaat gehört eben auch soziale Sicherheit. Und hören Sie mit dem Zerrbild auf, die Sozialdemokraten wollen nur die Leute mit Leistungen beglücken. Quatsch! Wir wollen, dass bei uns steht Arbeit im Mittelpunkt. Das ist auch der Unterschied, warum wir nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind, sondern dass wir heute arbeiten gehen, erstmal für sich selbst sorgen. Dass aber dann, wenn Sie in Arbeitslosigkeit, und das war in den letzten zwei Jahrzehnten häufig der Fall, in meinem Wahlkreis hatte ich eine Arbeitslosigkeit von über 20-25%, da sind jetzt 6 oder 7 nur noch. Zum Glück, ist auch Erfolg unserer Arbeit. Ja? Aber dass, wenn Sie da reinfallen, dass Sie dann nicht als Bittsteller auftreten müssen und Angst davor haben, Ihren kompletten sozialen Status zu verlieren. Das wollen wir Sozialdemokraten nicht, sondern wir wollen, dass der Sozialstaat dann auch helfend zur Hand steht und ein Rechtsanspruch besteht. Und das ist das, was wir mit unserem Konzept grundsätzlich auch unterstreichen. Das ist ein Unterschied. Das ist ja auch in Ordnung. Ich finde, es ist gut, dass wir Unterschiede zwischen den politischen Parteien haben und dass sich auch zeigen, wo die Fronten da in etwa sind. Weil die ökonomischen Fragen sind die entscheidenden Fragen, die auch die Menschen in Deutschland zentral interessieren. Ich finde es gut, dass wir darüber streiten. Jetzt zu den Kosten. Also, sagen wir mal nur zu dem Punkt Grundrente. Da wurde ja der Teufel an die Wand gemalt, was das alles kosten sollte. Ich sage mal, Pi mal Daumen, vielleicht 6 Milliarden Euro, je nachdem, wie es ausgestaltet wird. 6 Milliarden Euro pro Jahr. Das, meine Damen und Herren, haben wir in dieser Koalition mehrmals im Jahr zusätzlich geleistet. Und wir werden, wenn wir das politisch wollen, auch schaffen, denjenigen Rentnern, die 35 Jahre gearbeitet haben, die dann in eine Situation kommen, dass sie vielleicht tariflich ungebunden verschwinden. Es ist schlecht, wenn wir keine Tarifverträge haben. Es ist schlecht, wenn wir keine Tarifverträge haben. Wir brauchen mehr Tarifbindung. Sehen wir. Sie kommen ja aus Brandenburg, ich komme aus Thüringen. Wissen Sie, Sie kennen die Hungerlöhne, die gezahlt wurden. 3,50 Euro für eine Friseurin. Das ist peinlich gewesen. Es war richtig, dass wir gemeinsam den Mindestlohn eingeführt haben und eine Untergrenze eingezogen haben. Es war richtig. Und das Resultat dieser 10, 20 Jahre Niedriglohnstrategie, für die die CDU in Thüringen auch geworben hat, das muss man sich mal vorstellen, das war ein Ansiedlungsargument, die Leute verdienen bei uns so wenig. Ich habe mich immer dafür geschämt, wir haben das gedreht jetzt auch. Das Resultat sind aber geringe Renten. Und wenn Sie dann nach 35, teilweise nach 40 Jahren in Rente gehen, Berufsjahren, zwischenzeitlich hatten Sie, weil die ganze Welt zusammengebrochen ist, Ihren neuen Arbeitsplatz suchen müssen, wenn Sie dann noch aufs Amt gehen müssen, um sich vollkommen nackig zu machen, dann ist das nicht akzeptabel. Das ist eine Frage von Würde auch noch von Akzeptanz unseres Sozialstaates. Und deswegen sind wir als Sozialdemokraten da auch klar und unterstützen Hubertus Heil. Und bei der, ich sage Ihnen noch was, Herr Wittecker, zu dem Punkt Finanzierbarkeit und Bedürftigkeitsprüfung. Wissen Sie, wir haben hier zwei große Koalitionen in den letzten Jahren gehabt. Zwei. In den letzten Jahren, auf die ich mich jetzt beziehe. In beiden hat immer die CDU, CSU den Punkt Mütterrente besonders stark für sich gemacht. Besonders stark. Da gibt es weder eine Finanzierung vorher in ihrem Konzept gehabt, noch gab es eine Bedürftigkeitsprüfung. Das kommt jeder. Und wir erwarten, dass das auch für die Grundrente für diejenigen gilt, die jeden Tag arbeiten gegangen sind.
Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, liebe FDP, für diese Aktuelle Stunde. Wir Sozialdemokraten wollen die Diskussion über die Zukunft unseres Sozialstaates und des sozialen Zusammenlebens in diesem Jahr in Deutschland weiterführen. Und wir wollen es auch hier im Bundestag entscheiden. Vielen Dank. Der letzte Redner in der Aktuellen Stunde ist der Kollege Stefan Stracke, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es sind keine zwei Wochen her, da hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz eine Finanzlücke im Bundeshaushalt von fast 25 Milliarden Euro entdeckt. Und was ist nun die Antwort, wenn einem Sozialdemokraten das Geld ausgeht? Sparen? Nein. Er legt milliardenschwere Sozialpakete auf, ohne Preisschild und ohne zu sagen, wer das alles bezahlen soll. Das ist unseriös und hat mit Glaubwürdigkeit in der Politik nichts, lieber Herr Kollege Schneider, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Die Vorschläge von Frau Nahles gehen in die falsche Richtung. Man sieht, die Sozialdemokraten finden einfach keinen Frieden mit ihren Arbeitsmarktreformen. Statt stolz auf die Erfolge zu sein, arbeiten sie sich an der Vergangenheit ab. Das zeigt, die SPD präsentiert sich als nichts anderes als eine Selbsthilfegruppe zur Hartz-IV-Traumabewältigung. Deutschland ist aber wichtiger, als eine solche Traumabewältigung durchzuführen. Deutschland verlangt Antworten auf die Zukunft. Und das geben wir als Union, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen auch weiterhin eine Politik für Wachstum, Arbeit und Wohlstand. Gerade jetzt wird dies immer deutlicher. Wir gehen von gravierenden weltwirtschaftlichen Veränderungen aus. Handelskonflikte, Protektionismus, Zölle, jetzt der Brexit. Diese Entwicklungen sind für ein Exportland wie Deutschland besonders bedeutend. Und erstmals seit Langem ging auch das Wachstum in Deutschland zurück. Wir brauchen jetzt eine mutige und entschlossene Politik, die die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in den Mittelpunkt stückt. Wir brauchen keine milliardenschweren Zusatz- und Ausgabenprogramme im Sozialbereich. Die bedeuten doch letztendlich nichts anderes als Steuererhöhungen. Das ist doch verräterisch, dass bei all diesen Themen, die jetzt hochgespielt werden, nichts zur Finanzierung gesagt wird und nichts mehr in diesem Bereich vorgelegt wird. Im Ergebnis bedeutet die Steuererhöhungen. Und wir brauchen keine Steuererhöhungen in diesem Land, sondern Steuersenkungen. Wir brauchen eine Entlastung für die Fleißigen. Und dafür stehen wir als Union, weil es immer darum geht, erst erwirtschaften, dann verteilen. Das ist das Prinzip, von dem wir uns leiten lassen. Und die wirtschaftlichen Erfolge in diesem Land sind doch in den letzten Jahren nicht vom Himmel gefallen. Sie sind Erfolg der vielen Menschen, die arbeiten, Steuern zahlen, sich um ihre Familien kümmern, die letztendlich auch durch ihr vielfältiges soziales und ehrenamtliches Engagement für den sozialen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft sorgen. Und deswegen schauen wir nicht ausschließlich auf diejenigen, die die Hilfe des Sozialstaates brauchen, sondern wir haben auch einen Blick auf diejenigen Millionen fleißigen Menschen im Blick, die diesen Sozialstaat mit ihren Beiträgen und Steuern finanzieren. Man kann eben Geld erst verteilen, wenn man es erwirtschaftet hat. Sozialpolitik auf Pump, das lehnen wir ab. Arbeit finanzieren, nicht Arbeitslosigkeit. Wir wollen und sorgen dafür, dass der Staat den Menschen in Notlagen zur Seite steht. Wer Hilfe benötigt, muss diesen selbstverständlich auch erhalten. Dafür steht Deutschland mit einem der besten Sozialsysteme in dieser Welt. Und unser Ziel ist es, dass möglichst wenige Menschen auf diese Hilfe auch angewiesen sind. Ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben sollte auf eigenen Beinen erfolgen und eben nicht in Abhängigkeit durch den Sozialstaat. Unser Leitbild als Union ist ein aktivierender Sozialstaat. Wir wollen die Menschen aus der Abhängigkeit herausführen, sie wieder in Arbeit bringen. Und unser Leitbild ist eben kein Fürsorgestaat, der die Menschen mit Stillhalteprämien so lange wie möglich alimentiert und Arbeitslosigkeit finanziert. Solche arbeitsmarktpolitischen Instrumente von vorgestern schaden den Menschen. Sie nützen ihnen nicht. Und deswegen werden wir dies auch nicht tun. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wer Sozialleistungen bezieht, muss Gegenleistungen erbringen.
Das ist allein schon eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber der Gemeinschaft, die Arbeitssuchenden letztlich unterstützt werden in einer schweren Zeit. Solidarität ist keine Einbahnstraße. Und wir wollen die Erfolge der Hartz-IV-Agenda letztendlich fortschreiben. Dazu gehört für den Bereich des Hartz-IV-Systems auch das Prinzip des Forderns und Fördern, Unterstützung für die, die sich anstrengen, aber auch umgekehrt Sanktionen für diejenigen, die sich in der Arbeitsperspektiven verweigern. Wir wollen keine Rolle rückwärts, sondern wir halten an einer Politik für Wachstum, Arbeit und Wohlstand fest. Das ist die richtige Politik für Deutschland. Herzliches Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Stracke. Die Aktuelle Stunde ist beendet. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen